Nein, aber ich sitze auch jetzt ein bisschen tiefer. Ich könnte. Ja. Nein, es passt doch gut so. Ja. Sie sind halt ein bisschen größer als ich auch. Viral trifft Johannes Maria Staudt. Sie sind in Österreich geboren. Was dachten Sie als Jugendlicher über die Musik, die schon da war? In Österreich geboren? Naja, ich habe sie halt so allmählich kennengelernt und habe, wie das halt immer so ist bei der Information, man informiert sich ja nicht in einer zeitlichen Abfolge chronologisch, sondern man hört aus vielen Musikwerken, aus vielen Epochen und man bildet sich dann so seine eigenen Vorlieben mit der Zeit heraus. Und weil Sie fragen, Sie sind aus Österreich. Natürlich war in Österreich natürlich so, es gab viele österreichische Komponisten, aber das war jetzt nicht das Hauptkriterium, mit dem ich jetzt meine Vorlieben ausgewählt habe. Das kam dann wahrscheinlich ein bisschen später auf der Hochschule oder so. Ja, wie kamen Sie zum Komponieren? Naja, ich habe begonnen mit, noch in der Volksschule, ich habe Blockflöte nur gespielt und habe dann irgendwann, das war wahrscheinlich so, die einschneidenden Erlebnisse waren wahrscheinlich, dass ich so Schubert-Symphonie, die Unvollendete oder die große C-Dur oder Beethoven 1 zum Beispiel, mir angehört habe und ich habe gedacht, ich möchte auch sowas machen. Ich möchte nicht interpretieren, ich möchte komponieren. Ich habe dann einfach früh begonnen, habe dann Klavier gelernt, Klavier zu lernen angefangen, habe dann eigentlich sehr viel komponiert aus einem sehr autodidaktischen Hintergrund und habe dann eigentlich so, bis ich 14, 15 war, unglaublich viel komponiert. Aber an sich nur für die Schublade. Das war so eine, wahrscheinlich habe ich auch meine Klavierlehrer ein bisschen zur Verzweiflung getrieben, weil meine Sache nicht so war, dass jetzt sozusagen, also mein Temperament war nicht das eines Interpreten. Ich fand es schon sehr früh klar. 1994 fingen Sie an, Komposition bei Michael Jarell zu studieren. Später kam noch Hans-Peter Kiburz dazu. Für welche Erinnerungen sind Sie unendlich dankbar? Naja, also ich habe mit 94 habe ich Komposition studiert. In Wien habe ich begonnen. Bei Michael Jarell war ich ab 96. Das ist in Wien in zwei Studienabschnitte geteilt. Das heißt, der ersten zwei Jahre in Wien, die sind vor allem Harmonielehre, Kontrabass, also eher sehr traditionell. Und das war für mich eine gute Zeit, weil man sich allmählich an einen eigenständigen das Komponieren sozusagen annähern kann. Das heißt, es wird in Wien an der Hochschule, es war zumindest, ich weiß nicht, wie das jetzt heute ist, aber es war so, man hat eigentlich zwei Jahre Zeit, seinen Weg zu finden, ohne gleich jetzt originell sein zu müssen. Und dann war eigentlich Michael Jarell war der die Person, die mich sehr geprägt hat. Er war ein unglaublich technischer Kompositionslehrer. Das heißt, er hat einfach einem sowohl die Selbstkritik gezeigt und ein Handwerk beigebracht. Und es war vor ihm auch immer so gesucht, dass man sozusagen instrumental denkt. Das heißt, ich kenne ein Instrument, das heißt, als Komponist, die Pflicht eines Komponisten ist es, einfach ein Instrument gut zu kennen und ein Instrument schon zu wissen, wenn man über eine gewisse Grenze geht, wenn etwas sehr schwierig wird und auch immer den Kontakt zu suchen, auch mit dem Instrumentalisten. Und wahrscheinlich kam es bei Michael Jarell, er war selber Student bei Klaus Huber. Das heißt, das ist wahrscheinlich so eine gewisse Schulung, eine sehr handwerkliche Kompositionsschulung. Und darüber bin ich, über diesen Umstand bin ich sehr, sehr dankbar, weil es geht bei Komposition natürlich viel um Emotion, um Spannung, um Dramaturgie, aber es geht auch um Handwerk. Und ich glaube, das ist etwas, was man als Student mitbekommen muss und auch eine gewisse Funktion der Selbstkritik. Also habe ich handwerklich mein Bestes gegeben oder kann ich gewisse Dinge noch besser notieren, noch effektiver umsetzen? Also ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Sie lieben Literatur und bildende Kunst, studierten auch noch Musikwissenschaft und Philosophie. Wohin geht Ihre kompositorische Reise? Gut, Philosophie und Musikwissenschaft habe ich abgebrochen. Also ich habe studiert und habe dann aber einfach gemerkt, und das war wahrscheinlich der Hauptgrund für mein Abbrechen nach ein paar Semestern, dass ich es eigentlich missbraucht habe als Stimulus wahrscheinlich. Und ich habe dann einfach gemerkt, zu einem Philosophen gehört wahrscheinlich das
dass die Freude am reinen Denken, an der reinen Reflexion, das war bei mir immer eigentlich überschattet von einem inspirationssuchenden von einem inspirationssuchenden Moment. Und wohin die Reise geht, ich glaube, Inspirationen, das sind immer, es gibt unterschiedliche Stücke eigentlich. Es gibt Stücke, die entstehen rein musikalisch. Also man hat eine musikalische Idee, eine kleine Zelle, die will man irgendwie weitertreiben. Und es gibt gewisse Stücke, die inspiriert sind von bildender Kunst, von Literatur, aber vielleicht auch nur von einem Zitat, von irgendetwas. Und was man dann eigentlich tut, ist ja ein Kunstwerk, das einen inspiriert, das braucht ja nicht mal eine Musik, sondern man legt seine Inspirationsquelle eigentlich offen und man zeigt eigentlich vielleicht auch im Werkkommentar und so, was einen inspiriert hat. Und man weist auf einen Künstler hin, der einem sehr viel bedeutet. Und zum Beispiel in meinem Fall war das so, ich habe eigentlich drei große Stücke geschrieben, die waren sehr unter Eindruck von Bruno Schulz. Ich habe ihn spät kennengelernt und das war einfach eine Erfahrung für mich, die mich unglaublich aufgewühlt hat. Und das hat mich so verfolgt, dass ich einfach das auch in den Titeln und in den Dingen einfach sozusagen ihm eine Referenz erweisen wollte. Und ich glaube, wohin die Reise geht, ich glaube, als Komponist ist es immer so, man ist immer in einem Spannungsfeld aus anderen Kunstwerken, die einen inspirieren, faszinieren und auch einem wahrscheinlich einen in sich stimmigen Weg einer musikalischen Weiterentwicklung. Das heißt, es hat dann oft zu tun mit einer Fokussierung auf eine harmonische Weiterentwicklung seiner eigenen Sprache, vielleicht einen gewissen Moment, wo man merkt, da möchte man noch ein bisschen weitergehen. Das ist immer so eine Doppeldeutigkeit. Wohin es dann wirklich geht, kann ich wahrscheinlich jetzt auch schwer sagen, aber ich glaube, man erkennt dann schon im Laufe der Zeit und der Kompositionen, die man so schreibt, man beobachtet einerseits schon so etwas wie die Entwicklung von persönlichen Vorlieben, die wahrscheinlich so, sozusagen, man ist immer im Spannungsfeld zwischen Selbstwiederholung und Entwicklung eines eigenen Stils. Und ich glaube, gefährlich wird es, wenn man sich selbst wiederholen anfängt. Das heißt, man muss sich immer ein bisschen zwingen, etwas Neues auszuprobieren. Und das passiert bei mir schon ganz allein dadurch, durch die Besetzung, durch die Form. Zum Beispiel jetzt heute in diesem Stück, da wollte ich mich mit der Miniaturform einfach auseinandersetzen. Das habe ich in der Kammermusik vorher nie so gemacht. Das heißt, man sucht sich ein Korsett aus, in dem man dann erfinderisch wird. Und das ist oft für die Inspiration auch sehr beflügelnd. Wie komponieren Sie und wo am liebsten? Am allerliebsten zu Hause bei mir in meinem Arbeitszimmer. Und also ich bin nicht der Komponist, der im Hotelzimmer unterwegs ist und jetzt noch schnell ein paar Takte schreibt. Ich bin da sehr unruhig. Das heißt, ich komponiere am allerliebsten in meiner Umgebung und habe sozusagen meinen Arbeitsalltag. Und es ist so eine Kombination aus Schreibtisch, Klavier, Computer, also eine Mischung, aber viel auch nur am Schreibtisch und Auseinandersetzung mit einem Bleistift und dem Blatt Papier. Also ich glaube, was mir sehr wichtig ist, ist eine gewohnte Umgebung. Meine vier Wände, das ist mir sehr wichtig. Und deswegen sind es auch dann oft Phasen, wo ich viel weiterbringe, sind das Phasen des ungestörten Komponierens, wo man an einige Wochen dabei bleiben kann. Man kann in der Früh dort anfangen, wo man am Abend aufgehört hat. Also man wird nicht durch ein Konzert unterbrochen oder durch irgendeine Veranstaltung oder so, wo man wohin fahren muss. Das heißt, ich bin dann immer froh, eigentlich so einen gewissen Alltag mir zu entwerfen. Klingt jetzt unspektakulär, ist aber sehr, sehr stimulierend, würde ich sagen. Welche Komponisten schätzen und hören Sie am liebsten? Ja, das ist interessant. Ich glaube, gerade als Komponist, es gibt so viele, so interessante Komponisten. Und ich glaube, es ist immer abhängig von Stück zu Stück, auf welchen Komponisten man sich gerade bezieht. Also ich hatte eine ganz intensive, es gibt immer gewisse Phasen, wo man eine gewisse Musik sehr viel hört. Das wechselt ab und ich würde sagen, es gibt Stücke, wo man überhaupt keine Musik hört, wo man komponiert und während des Komponierens nicht hört. Ich habe oft Phasen, wo ich vor dem Komponieren mir viel anhöre. Zum Beispiel, ich schreibe eine Besetzung, beispielsweise jetzt im Fall Klaviertrio, dass ich dann vorher auf Recherche gehe. Das heißt, ich sehe mir dann sowohl traditionelle Klaviertrios an,
in dem Fall natürlich Schubert-Trios, das auch inspirierend sein kann, obwohl die musikalische Sprache jetzt nicht mehr mit meiner korrespondiert, aber man kann von einem Schubert, von diesen beiden späten Trios unglaublich viel profitieren. Und dann schaue ich immer, welche zeitgenössischen Stücke gibt es, auf welche beziehe ich mich gern. Da gibt es gerade bei Klaviertrio ein sehr schönes Stück von Zimmermann zum Beispiel, von Bernd August Zimmermann, das fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt vielleicht gewisse Komponisten, auf die ich immer wieder zurückkomme. Das ist wahrscheinlich, das ist jetzt auch nicht sehr originell, aber es ist so Mozart, Beethoven, Haydn, natürlich Schubert und Maurice Ravel höre ich sehr, sehr gerne, inspiriert mich sehr. Zweite Wiener Schule, Ligeti, Kurtak, du lest Stockhausen. Ich meine, das sind jetzt alles nicht so unbekannte Namen, aber es gibt auch Stücke von Kollegen natürlich, die mich inspirieren. Also zum Beispiel nenne ich jetzt mal Enno Boppe zum Beispiel, der immer wieder interessante Stücke schreibt, wo ich dann immer wieder... Aber es ist wahrscheinlich so mit der Musik von Kollegen, man ist ja immer selbst in einer ganz eigenen Welt gerade und man hört vieles, es inspiriert einen auch vieles, aber es ist halt doch so, man beobachtet dann auch vieles aus seiner Brille oder aus seiner gefärbten Brille und das ist das Interessante auch, dass... deswegen, Sie merken schon die Frage nach den Lieblingskomponisten, die beantworte ich ein bisschen ausweichend. Es gibt... wahrscheinlich ist die Frage einfacher, welche Komponisten mich jetzt nicht so berühren, aber ich muss auch zum Beispiel sagen, in diesem Falle, ich hatte zum Beispiel nie so einen Zugang zu Franz Liszt. Und vor einigen, mittlerweile auch schon wahrscheinlich 10 Jahren, bin ich auf sein zweites Klavierkonzert gestoßen und das hat mich dann so fasziniert und ich bin dann irgendwie in einen Kosmos von einem Komponisten eingetaucht, den ich immer ein bisschen zur Seite gelegt habe und habe dann einfach ein bisschen auch seine Klaviermusik angeschaut und habe einfach gemerkt, dass das für ein innovativer, fantasievoller Komponist war. Es war natürlich ein Komponist, der nicht die Perfektion eines Richard Wagner oder Johannes Brahms hatte, aber es war ein Komponist, der unglaublich viele Fragen aufgeworfen hat und es gibt von ihm symphonische Dichtungen, die klanglich sehr, sehr weit gehen. Ich meine, es gibt dann wieder Stellen, die mit seiner andauernden Chromatik wie in der Faust-Symphonie, wo man sich dann denkt, aber trotzdem, zum Beispiel, wenn man sich auch die Faust-Symphonie dann, Dante-Symphonie, meine ich jetzt, ich meine jetzt nicht Faust, ich meine jetzt die Dante-Symphonie, es gibt dann auch in diesem Stück Stellen, die einen faszinieren. Und auch wenn man vielleicht mit gewissen Punkten ein Problem hat, aber das heißt, man sucht sich immer so seine. Gut, ein Vorbild natürlich, weil man gerade über Handwerkliches spricht, sind für mich natürlich Komponisten, die handwerklich, wo so die Idee und das Handwerk sehr stimmig sind. Also das sind natürlich Pierre Boulez, Igor Strawinski, Alban Berg, George Kurtak und so. Das sind schon Komponisten, die etwas... Helmut Lachmann zum Beispiel ist ja auch ein Komponist, der sehr präzise Dinge formuliert, die er haben will. Also das sind Komponisten, die mich faszinieren. Komponisten, die mich weniger faszinieren, sind, die im Detail lieblos sind, wo Dinge so en passant passieren, die vielleicht nicht immer intendiert sind. Da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Probleme. Aber das kann man auch nicht. Es gibt auch Komponisten, die einen da auch inspirieren können und auch sehr tolle Stücke schreiben. Also, das ist irgendwie. Ja, welche Chance hat das Komponieren heute? Naja, also ich würde sagen, das Komponieren hat hat heute die gleiche Chance, wie es sie immer hatte. Was wahrscheinlich an unserer Zeit spannend ist und einerseits ein bisschen schwierig, aber auch sehr spannend ist natürlich die Verfügbarkeit von Informationen. Das heißt, ich kann mich natürlich wahrscheinlich viel besser informieren über alles Mögliche als noch vor einigen Jahrzehnten. Und ich kann über das Internet und was auch immer, ich kann mich sozusagen informieren. Es ist wahrscheinlich sehr viel schwieriger heute zu sagen, wenn man ein Stück schreibt, welche Dinge klammere ich jetzt in diesem Stück komplett irgendwie aus. Und es ist für mich auch immer wichtig, für ein Stück einen gewissen in sich stimmigen Rahmen zu schaffen. Und ich glaube, Komponieren hat insofern eine Chance, wenn wahrscheinlich das Komponieren ja, aus einem ehrlichen Antrieb entsteht. Das heißt, ich kann ja nichts anderes als meine Musik schreiben, die mir... Die, die,
sozusagen für mich als optimalen Hörer. Und ich kann jetzt nicht auf das Publikum schielen, das wird ja oft auch missverstanden. Ich kann nicht Emotionen in Menschen erzwingen, die vielleicht einen anderen sozialen, einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Ich kann eine Musik schreiben, die authentisch für mich funktioniert. Und ich freue mich natürlich, wenn die Kommunikation über gute Interpreten auch beim Publikum eine positive ist. Und wenn ich spüre, dass meine Musik auch irgendeine gewisse Seite in gewissen Leuten zum Schwingen bringt. Und es gibt natürlich bei Publikumsstrukturen sehr unterschiedliche Publikumszusammensetzungen. Es gibt das klassische Abonnementpublikum, es gibt das zeitgenössische Festivalpublikum, es gibt das Crossover-Publikum, es gibt das Pop-Publikum, ich glaube, es gibt überall, egal welches Publikum man sieht, es gibt offene Hörer und Hörerinnen, aber die sind oft nicht in der Mehrzahl. Ich würde auch sagen, egal in welchen sozialen Kontext man kommt. Was mich einfach freut, ist wenn Menschen einfach zuhören und jetzt nicht mit vorgefertigten Meinungen schon auf Musik zugehen. Und das passiert im zeitgenössischen Umfeld ja genauso. Ich meine, es ist in gewissen Feldern, wissen Menschen schon genau, was sie gut und was sie schlecht finden. Und ich glaube einfach diese Unerwartbarkeit, sozusagen in ein Konzert zu gehen und sich jetzt nicht schon durch das Gehörte, das in eine Schublade zu pressen, sondern einfach mal offen zu sein. Und ich glaube, solange es offene Hörer gibt, die sich kulturell interessieren, die für die Musik nicht nur Zeitvertreib ist und Entspannung und für die Musik mehr ist als Gefühle eins zu eins umzusetzen, solange es solche Hörer gibt, hat das Komponieren Zukunft. Und solange es Interpreten gibt, die sowohl emotional und intellektuell sozusagen authentisch und aufrichtig komponiertes schätzen, so lange sehe ich jetzt keine großen Sorgen um die neue Musik. Und Sie sehen ja auch heute, ich meine, es gibt ja so viele unterschiedliche Komponisten und Stile, und ich glaube, man findet auch etwas, was einen begeistert. Woran arbeiten Sie zurzeit? Was war und was kommt noch in 2012? Also zurzeit arbeite ich an einem Monodram über Charles Baudelaire, über den Text Le Voyage. Das ist ein unglaublicher Text aus dem Jahr 1859. Das ist der Abschlusstext aus Les Fleurs du Mal aus der zweiten Ausgabe. Das ist ein Text über das Reisen. Und es wird eigentlich ein Monodram für Schauspieler, Vokalensemble, vier Instrumente und Elektronik. Das kommt im Juni in Paris. Und ich bin da eigentlich schon fast fertig mit diesem Stück. Es ist eigentlich mein zweites Monodram, nach einem Monodram, das ich nach einem Text von Dos Grünbein geschrieben habe, letztes Jahr für die Staatskapelle Dresden und Bruno Ganz. Das heißt, es war jetzt ein bisschen mein Monodram, ja, würde ich sagen. Soeben habe ich ein Stück für großes Orchester fertig gemacht. Da war die Urführung in München mit Maris Janssons und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und im Sommer kommt noch ein Stück für Chor und drei bis vier Instrumente für die Salzburger Festspiele. Und und dann im Herbst, da widme ich, und das wollte ich immer schon mal, und ich freue mich, dass ich jetzt die Chance habe, widme ich mich einem Stück, wo man sich fragen könnte, ob es das braucht. Ich orchestriere die C-Moll-Fantasie von Mozart für Klavier. Orchestriere ich für klassisch besetztes Orchester. Das ist so ein Kindheitstraum. Ich wollte das immer mal machen. Und das ist für mich auch das Schöne am Komponieren. Ich meine, ich schreibe Stücke mit Elektronik, dann kann ich jetzt zum Beispiel so eine Orchestration schreiben, dann schreibt man Kammermusik, dann schreibt man nur Orchester. Das heißt, man kann ja auch immer etwas anderes suchen, und man kann zum Beispiel auch, und das finde ich auch sehr faszinierend, durch die Beschäftigung mit Elektronik zum Beispiel, profitiert man ja auch sehr viel für das instrumentale Komponieren. Man experimentiert vielleicht mit einer gewissen Idee, einem gewissen technischen Moment, und das kann einen auch inspirieren. Das heißt, diese Vielzahl der Inspirationen, das gefällt mir. Und ich bin wahrscheinlich kein Komponist, der am Ende seines Lebens auf ein Oeuvre von 12 Streichquartetten zurückblicken wird. Das kann ich nicht und will ich auch nicht. Ich meine, ich habe bisher ein Streichquartett geschrieben, und vielleicht kommt noch eines mal dazu. Würde mir wahrscheinlich schwer fallen, aber das heißt, ich sehe jetzt nicht meine Aufgabe darin, jetzt die. Ich werde auch nicht 10 Klaviertrios schreiben und auch nicht
300 Klavierlieder. Ich glaube, man kann auch mit Instrumentalbesetzungen, also was mich interessiert, sind so Besetzungen wie Altposaune, Oboe, Schlagzeug, Cello, habe ich mal ein Stück geschrieben oder so. Aber zum Beispiel bei Klaviertrio hat mich interessiert, dass es ja eigentlich eine Besetzung ist, im Unterschied zu einem Streichquartett, die nicht so, für die einfach nicht so viel komponiert worden ist. Vor allem auch im 20. Jahrhundert. Es gibt kaum, jetzt in der neuen Zeit ein bisschen mehr, aber wenn man das mit dem Streichquartett vergleicht, das heißt, man hat bei Klaviertrio noch viel mehr Narrenfreiheit als beim Streichquartett. Ja, was wünschen Sie sich von der Zukunft? Na, ich wünsche mir von der Zukunft, meinen Sie jetzt für mich persönlich oder für die Menschheit und die Welt? Weil das sind natürlich zwei Dinge. Zwei Dinge. Ich meine, man wünscht sich ja auch vieles, dass der Klimawandel nicht überhand nimmt. Als Österreicher wünscht man sich natürlich, dass die rechtsextreme Ideologie in der Mitte der Gesellschaft nicht noch mehr zunimmt, sondern endlich mal wieder mal abnimmt und das bisschen die Vernunft, die wahrscheinlich im sozialdemokratischen Österreich in den 70er Jahren schon viel, viel weiter war, dass das Zeitalter der Reaktion wieder abnimmt in Österreich. Natürlich, es gibt viele Wünsche, aber jetzt persönliche oder musikalische Wünsche würde ich einfach auch sagen, dass sozusagen die, was ich mir schon wünsche, ist, dass die Diversität der musikalischen Mikrokosmen aufrechterhalten wird. Ich meine, dass es sozusagen, dass in Berlin eine andere musikalische Szene auch in Zukunft herrschen wird wie in New York und dass in Mexico City genauso eine interessante Komponistenszene herrscht wie es in Singapur Urfänge gibt. Was ich ein bisschen Angst habe, ist natürlich diese Gleichschaltung durch die Medialisierung. Und ich meine, ich kaufe auch lieber mein Gemüse wieder in einem kleinen Gemüsegeschäft als in einem Supermarkt. Ich trinke lieber keinen Latte Macchiato in einem neu gebauten Café, irgendwo in so einem stromlinienförmigen Café, sondern ich finde auch so schön, dass das sozusagen auch die Tradition jetzt nicht als etwas Altmodisches und outdated, wie das heute so modisch genannt wird, gesehen wird, sondern dass es ja auch was Inspirierendes haben kann. Und dass jetzt gerade, wenn man auch in Berlin sieht, also ich habe in Berlin gewohnt im Jahre 2000, 1999, 2000, und ich finde es einfach schade, wie finanzkräftige Investoren auch eine Stadt schon ziemlich unter Druck setzen können. Sprich, Ausbau von Dachgeschosswohnungen, unglaubliche Neubauten, die einfach nur an einem Ziel haben, schnell Kapital zu schlagen. Und da ist halt die Musik und Philosophie und Kunst im Allgemeinen natürlich, wenn sie sich nicht instrumentalisieren lässt, wenn sie sich nicht von Red Bull unterstützen lässt, hat Musik da schon ein subversives Element. Und es ist einfach die Aufgabe auch des Staates und würde ich sagen der europäischen Kulturpolitik, auch dieses Rahmenprogramm auch zu ermöglichen. Wenn man sich das in Italien ansieht, wie aus einer florierenden Kulturwelt in den 70er Jahren, wie die Kultur wirklich konsequent totgespart worden ist. Erstens von staatlicher Seite, wo private Investoren dann so diese Kulturförderung übernehmen, aber die natürlich häufig, wenn es sich jetzt nicht um Mäzene handelt, die wirklich die Kultur fördern wollen, selbstlos, sondern die wieder irgendetwas durchsetzen wollen, die Kunst hip gestalten wollen, die neue Marktströme ansprechen wollen durch Kunst. Wenn die Dinge unterdrückt werden und unterdrückt werden können durch ein kritisches sozusagen durch kritische Staatsbürger, die sich selber ihre Meinung bilden, das sind halt viele große Wünsche. Und ich sehe schon die Gefahr, dass Europa, also dass die Diversifizierung ein bisschen verloren geht. Und das würde ich schon schade finden, weil dass diese Pluralität, die auch die europäische Stärke ausmacht, durch diese in Geiselnahme, durch finanzkräftige Investoren oder auch durch marktwirtschaftliche Prinzipien, finanziert sich etwas, rechnet sich etwas, lohnt sich etwas, ist das Opernhaus voll, wenn wir eine Uraufführung spielen, sollen wir trotzdem Opern in Auftrag geben, auch wenn wir wissen, das heißt, kann sich ein Open House, eine Urführung noch weiterhin irgendwie leisten? Das sind ja oft diese Gespräche und ich finde, da müsste die Kulturpolitik viel aktiver umgehen, weil was die Kulturpolitik auch immer vergisst, ist, dass es ja einen gewissen Prozentsatz einer Minderheit
gibt im Staat, die ihr Steuergeld schon für Kunstförderung umgesetzt wollen sehen. Und dass es nicht nur um Mehrheiten immer geht, sondern dass natürlich die Minderheiten, und das geht sowohl Bevölkerungsminderheiten, unterprivilegierte Minderheiten, aber auch kulturelle Minderheiten, Menschen, die ein Minderheitenprogramm hören, sehen wollen, dass das nichts Elitäres ist, sondern dass es ein Grundbedürfnis ist, diese Diversifizierung einfach. Und das sehe ich schon die Gefahr. Ja.